Okay. Heute geht es um die Formatanalyse im Modeling. Das ist ein ganz wichtiger Teil, weil Modeling geht ja durch die drei Phasen: Elicitation, Utilisation, Installation. Ich schreibe das mal kurz hin. Also wir haben erstens die Elicitation. Da geht es darum herauszufinden, wo ist denn der Unterschied zwischen der Vergleichsperson und dem Modell. Der zweite Schritt ist die Utilisation. Da geht es darum, dass man, ich mache jetzt mal das Fragezeichen ein bisschen so fast schon Richtung Ausrufezeichen, ich möglichst viel weglasse, dass ich die Stellen rauskriege, die wirklich wichtig sind. Und dann kommt Schritt 3, die Installation. Da geht es darum, wie bekomme ich die Strategie in die Vergleichsperson so rein, dass hinterher das Modellergebnis rauskommt. Und bei der Installation ist eben der Weg, den Ben Longren gewählt haben und den ich nach wie vor einen der beiden wirklich guten Wege finde, den Weg über NLP-Formate. Also wir können ja auf zwei Wegen im NLP installieren. Der eine Weg ist über ein NLP-Format, der andere Weg ist über Storytelling. Storytelling klappt eigentlich nur auf oberen logischen Ebenen, die Formate klappen auf allen logischen Ebenen. Und jetzt ist halt die Frage, wenn ich eine Strategie rausgefunden habe von einem Modell, wenn ich weiß, worin unterscheidet sich das Modell von der Vergleichsperson, wie kriege ich dann die Strategie von einem Modell in die Vergleichsperson rein? Und da ist eben die Möglichkeit über NLP-Formate. Jetzt ist meines Wissens nirgendwo im NLP beschrieben, wie baut man eigentlich ein NLP-Format? Wie entsteht so ein NLP-Format? Deswegen habe ich da den Weg gewählt, den ich halt aus der Musik kenne, wenn man auch Kompositionslehre lernt. Ich habe mir die Kompositionen angeguckt, die Stücke, die es gibt, die Kompositionen von Bandler und Grinder, und habe die analysiert, wie die aufgebaut sind. Bin auf die Art auf dem Plan gekommen, so baut man NLP-Formate. Ich behaupte keinesfalls, dass Bandler und Grinder nach diesem Plan die Formate gebaut haben. Das würde ich niemals behaupten. Ich glaube, das kam denen irgendwie so. Ich sage nur, ähnlich wie auch bei Kompositionslehre in der Musik, mit diesem Plan kann man Formate auf eine Art beschreiben, die es einem erlaubt, nach diesem Plan neue Formate zu bauen, um auf die zum Beispiel Dinge zu installieren. Das grundlegendste Modell, um ein Format zu analysieren, ist dieses Strukturmodell der Veränderung von Robert Dills von Punkt A nach Punkt B. Das heißt, wir haben einen gegenwärtigen ändernswerten Zustand plus Ressource ist gleich künftiger erwünschter Zustand. Also einen Anfangspunkt und einen Endpunkt. Das Format führt irgendwie diesen Weg. Wir haben im Format einen Anfangszustand, wir haben einen Endzustand und wir haben einen Weg, wie es dahin geht. Das heißt, drei Dinge, die ich in jedem Format, wenn ich es analysiere, erstmal beschreiben kann, ist, welcher Punkt A ist in dem Format, welcher Punkt B ist in dem Format und welche Ressource im Format wird wie verwendet. Nun kommt dazu als nächste Idee, auch von Robert Dills formuliert, dass man im Modell der logischen Ebenen, Dills malt dieses Modell ja so als Dreieck und aus bestimmten Gründen, über die es ein Extra-Video gibt, male ich das Modell so mit Kontext, Verhalten, Fähigkeiten, Glaube, Werte, Filter, Selbstbild, Zugehörigkeit, Spiritualität und Mission. Wir haben diese sieben Ebenen. Jetzt kann ich mir beim Format angucken, auf welcher Ebene sind die Punkte A und B, denn die müssen auf der gleichen Ebene sein. Das ist Vorschrift. Ich kann nicht auf Ebene Verhalten beginnen, auf Ebene Glaubenssatz enden oder andersrum. Also welche Ebene sind die Punkte A und B und auf welcher Ebene ist die Ressource? Wobei die Regel im NLP ist, dass wenn das hier die gleiche Ebene ist, ist die Ressource eine Ebene drüber. Das heißt, angenommen, das wäre beides Ebene 4, ist die Ressource von Ebene 5. Das ist schon mal eine sehr grundlegende Art, sich ein NLP-Format anzugucken. Welches von A nach B beschreibt das Format? Welche Ressource? Wo ist die eine Stelle der Veränderung? Nach meiner Meinung gibt es im Format eine Stelle der Veränderung, nicht zwei oder drei. Wie gesagt, welche Ressource wird eingesetzt? Wie wird sie eingesetzt? Wir kommen nachher noch zur Durchführungsebene, zu Variationen und ähnlichen Sachen. Wir gucken uns das genau an, wie man sich NLP-Formate angucken kann. Wenn man sich jetzt anguckt, wie so ein Format
läuft in diesem Modell von A nach B, kommt man auf eine Beschreibung, die natürlich sehr NLP-ig ist. Und da ist ja auch wichtig zu wissen, dass die Modelle, nach denen so ein Format gebaut wurde, zum Beispiel Virginia Satir, die haben ja keine NLP-Formate gemacht. Die haben ja einfach mit den Leuten geredet und die Leute haben sich verändert. Das heißt, der Sinn eines solchen Formates besteht ja weniger darin, dass ich dann hinterher als Formatautomat rumlaufe und mit allen möglichen Leuten diese Formate durchführe. Und wenn ich so ein Format einmal mit mir oder mit jemand anderem mache, erreiche ich ansatzweise einen Effekt, wie ihn vielleicht bei Change History Virginia Satir auch erreicht hat. Die entscheidende Wirkung von dem Format geht aber davon aus, dass wenn ich so ein Format 10-mal, 50-mal, 100-mal, 1000-mal mache im Laufe von Monaten und Jahren, dann wird dieses Format mich als Mensch verändern, wird meine Persönlichkeit verändern und es werden sich Automatismen bei mir einschleichen, dass ich, zum Beispiel bei Change History, dann die Zeitlinie, die Vergangenheit anders wahrnehme, anders damit umgehe. Das heißt, der eigentliche Effekt vom Format liegt im Trainingseffekt, wenn ich das Format lang genug mache. Und da ist es sehr spannend, auch sich zu überlegen, wie könnte ich denn das, was das Format ausdrückt, in Alltagssprache formulieren? In einem ganz normalen deutschen Satz. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt bei der Formatanalyse. Wie lautet das Format in Alltagssprache? Und was ebenfalls wichtig ist, wie lauten die Punkte A und B in Alltagssprache? Das heißt, mit welchem Satz müsste mein Klient ins Coaching kommen und Punkt A beschreiben, dass mir sofort einfällt, boah, dafür brauchen wir Change History oder Six Step oder Swish oder Reimprinting. Das heißt, ich kann den Punkt A in Alltagssprache formulieren, ich kann den Punkt B in Alltagssprache formulieren und ich kann die Veränderung in Alltagssprache formulieren. Wenn ich da noch einen Schritt weiter gehe, dann komme ich zu der Idee, dass ich aus dem Ganzen sogar noch eine Geschichte machen kann, eine Heldenreise. Du kannst mal, wenn du möchtest, ganz kurz schwenken auf den Monomythos. Das gibt bestimmt noch mal ein extra Video, wie man also in Form einer Heldenreise so ein Format darstellt. Jedes NLP-Format bietet eine mögliche Grundlage für eine Heldenreise. Das heißt, ein wichtiger zweiter Block bei der Formatanalyse besteht darin, das Format in Alltagssprache darzustellen. Dann ist es bei den Formaten ja so, wir haben hier eine Ressource und diese Ressource kann ich in zweifacher Art beschreiben. Zum einen, wenn ich diese Ressource beschreibe im Modell der Ebene des NLP, gibt es ja, dazu gibt es auch ein extra Video, wir können das unten verlinken, gibt es ja pro Ebene nur eine oder auf Ebene 4 zwei Ressourcen. Es sind quasi so Kategorien von Ressourcen, um die es da geht. Das heißt, ich habe in diesem Modell nur 6 mögliche Ressourcevorlagen, die ich in solchen Formaten einsetzen kann. Also ist eine Frage, welche von diesen Ressourcen ist denn da drin? Und sobald ich eine von diesen Ressourcen beschreibe, ist natürlich eine naheliegende Frage auch, wie wäre es denn mit einer anderen Ressource? Das heißt, wenn ich statt die Ebene 4 Ressource, die Ebene 5 Ressource oder die Ebene 6 Ressource einsetze, wie läuft das Format dann? Dann kann ich mir überlegen, was kommt für ein Format raus, wenn ich eine Ressource von weiter unten nehme? Oder, auch das ist ziemlich cool, wie läuft das Format ganz ohne Ressource, dass ich die Ressource einfach weglasse. An dem Punkt sind wir ganz kurz vor der Idee, wie läuft die dunkle Variante des Formats. Das heißt, mit dem gleichen Format, mit dem ich von einem unerwünschten Punkt A über eine Ressource zu einem erwünschten Punkt B komme, kann ich ja mit der gleichen Struktur auch von einem schönen Punkt A über eine Art negativer Ressource zu einem unerwünschten Punkt B kommen und das im Negativen machen. Das sind sehr spannende Variationen, denn sobald mir klar wird, dass ich bei bestimmten Alltagsformulierungen, die mich vielleicht bis dahin runtergezogen haben, dass es sich eigentlich um NLP-Format handelt, dass es sich eigentlich um eine Intervention handelt, eine Einladung, eine bestimmte Strategie innerlich zu machen, um mich schlecht zu fühlen, kann ich sofort mit einem entsprechenden Gegenformat dagegen halten und komme aus dem Ding wieder raus. Dann haben wir in jedem Format auch immer Variationsmöglichkeiten. Es gibt ein extra Video von mir, wo es darum geht, dass man jedes Format wahlweise auf Ebene 1, auf Ebene 2 oder auf Ebene 3 durchführen kann und mögliche Kombinationen. Das heißt, ich kann auf 1 oder 2 oder 3
oder einer Kombination mit 1 und 2 und 1 und 3 und 2 und 3 oder auf allen drei unteren Ebenen gleichzeitig. Das heißt, ich komme da nochmal auf 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Variationsmöglichkeiten nur in der Wahl der Ebene, wo ich es durchführe. Wobei natürlich, wenn ich mich entscheide, ich führe das Format zum Beispiel auf Ebene 1 durch, das heißt, der Klient dürfte zugucken, ja, jetzt kann ich das mit Püppchen vorspielen, ich kann es mit Bodenankern vorspielen, ich kann es als Aufstellung vorspielen, ich kann einen Film draus machen, den sich einer anguckt. Das heißt, ich kann jedes Format ungelogen 100- und 1000-fach variieren, nur in der Art der Durchführungsebene. Auch das ist eine sehr spannende Art der Variation eines Formates. Wenn ich dann mehr ins Detail gehe bei der Analyse eines Formates, dann ist es spannend, sich die Elemente anzugucken, aus welchen Elementen besteht so ein Format. Und den gleichen Prozess für jedes einzelne Element zu machen, denn jedes einzelne Element eines Formates hat ja auch so einen Effekt. Das heißt, jedes einzelne Element geht durch ein kleines von A nach B. Ich kann jedes einzelne Element in Alltagssprache übersetzen. Wenn zum Beispiel einer sagt, dann könnte ich nicht mehr in den Spiegel gucken, höre ich sofort. Spiegel gucken ist Dissoziation Ebene 5 und ich kann das Element beschreiben. So kann ich den Gesamtablauf des Formats wirklich Schritt für Schritt übersetzen in Alltagssprache. Sobald ich die einzelnen Elemente eines Formates beschrieben habe, liegt es nahe, die Elemente zu variieren. Sobald ich sie variiere, liegt es nahe, die Reihenfolge zu vertauschen und zu gucken, was passiert eigentlich, wenn ich das Format einfach rückwärts mache. Vom letzten Schritt zum ersten Schritt oder in irgendeiner völlig verrückten Reihenfolge. Dann kann ich mir überlegen, wenn ich wirklich rauskriegen will, was bewirken denn die einzelnen Elemente, dass ich einzelne Elemente weglasse und gucke, wie wirkt das Format dann. Oder dass ich bestimmte Elemente aus einem Format einfach in ein anderes Format reinsetze und gucke, was machen die da. Wenn ich das lang genug mache, kann ich irgendwann von jedem einzelnen Element in der Sprache NLP, also ich bin dann quasi bei den Vokabeln des NLP, kann ich von jedem einzelnen Element sagen, was macht es im Modell der Ebenen, was macht es als Veränderung und wie kann ich es formulieren in Alltagssprache. Und das ist ein dramatischer Aufwand, ich gebe das zu, das ist nichts für einen Nachmittag, das ist was für Monate und Jahre, das ist Inhalt der Modeling-Ausbildung hier bei uns in Berlin. Aber wenn ich das mache, wird aus den NLP-Formaten wirklich eine Sprache, mit der ich umgehen kann. Dann ein weiterer spannender Punkt ist, gerade wenn ich mir überlege, dass so ein Format vielleicht entstanden ist als Installation aus einem Modeling, kann ich etwas machen, das nenne ich ein Remodeling. Das heißt, ich kann mir überlegen, wie ich aus dem Format eine Person entstehen lasse. Die Übung heißt bei mir im Skript das Sigi Six-Step Remodeling, weil in der ersten Version habe ich gesagt, Leute, jetzt kommt eine ganz tolle Neuigkeit, Six-Step heißt so, weil es ist modelliert nach Sigi Six-Step. Stimmt natürlich nicht, ist aber eine lustige Geschichte. Das heißt, Sigi Six-Step, Charlie Change History, Ilse Internale Verhandlung, das sind die Modelle für die Formate. Und die Überlegung ist, wie sieht einer aus, der so lebt, der so ist? Wie kann ich mir den innerlich konstruieren? Das wäre das Zurückmodellieren. Und dann noch eine ganz abgefahrene Version, wie man Formate auch betrachten kann. Ich kann jedes Format, wenn ich eine Computermetapher mal bemühe, dann wirklich auch in Programmiersprache darstellen. Das würde bedeuten, ich kann jedes Format in Metaprogramme notieren, weil Metaprogramme beschreiben, wohin ich jeweils meine Aufmerksamkeit lenke. Das heißt, das wäre so die Kernnotation von NLP-Formaten als eine Abfolge von Metaprogrammvariationen. Das ist ziemlich viel, ich weiß das. Und darum werden wir jetzt auf diesem Kanal hier im Laufe der Zeit, wir nehmen uns auch dafür gemütlich Zeit, wir werden immer wieder einzelne Formate angucken und in aller Ausführlichkeit, in aller Ruhe uns angucken, wie man diese ganzen Sachen, die ich hier gerade erklärt habe, auf einzelne Formate anwendet. Unten stehen die Links auf die Formate. Es gibt bestimmt auch eine Playlist, wenn du das Video anguckst. Nimm dir Zeit, nimm dir das Vergnügen, die Formate auf die Art kennenzulernen.